scheiße, ich wollte eigentlich den Bären in Ruhe lassen. Und jetzt kommt der auf uns. Aha! Drücke Dreieck zum Heilen, okay. Ah, das ist mal praktisch, dass man sich so heilen kann. Wollte ich mich eigentlich an den Bären vorbei schleichen. Und hat er mich dann doch noch entdeckt. Warum habe ich das Gewehr nicht mehr in der Hand? Habe ich das nicht eben hier irgendwo gesehen? Da. Ja, kommst du her? Da. Nee, Karte wollte ich jetzt nicht. Ah, jetzt habe ich's. Okay, ich hatte das Gewehr wahrscheinlich nicht mehr in der Hand, weil ich keine Munition mehr hatte. Gut. Jetzt haben wir wieder Munition. Okay. Okay, das Gewehr scheint nicht so verschwinden, wenn wir es aufgehoben haben. Noch eine Granate. Hatten wir den jetzt hier schon durchsucht? Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die Katze abgehauen ist. Und hier ist irgendwie was. Verkarte. Eine Truhe. Da vorne ist auch was auf der Karte. In dem Haus anscheinend. Ah, anscheinend ist die Katze da oben. Ah, da ist es. Die Truhe. Altes Geld. Okay, anscheinend müssen wir in Richtung der Miezekatze. Ich hoffe mal, dass die uns jetzt in Ruhe lässt. Bin schon nicht der Bär. Da unten ist sie. Ich würde sagen, wir gehen oben rechts dran vorbei hier einfach. Einmal kurz mit dem Fluss. Sieht sowieso so aus, als hätten wir hier hoch müssen. Hey Jay, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Echt netter Kerl. Okay, wenn ich das richtig sehe, müssen wir auch auf die andere Seite der Katze hinterher. Vielleicht können wir die ja sogar auch zähmen wie in Far Cry Primal. Wäre auch irgendwie cool. Oh. Da laufen die Steinböcke weg. Hey. Wow, wo ist sie? Ach, da wollte ich auch gar nicht. Wollte mich doch heilen. Also mit 10 war da anscheinend nicht. Ein Schneeleopard. Und noch ein Köder. Nehmen wir den auch noch aus. Also die Köder gehen uns so schnell nicht aus. Ich will nochmal nachladen. Halte L3 gedrückt und drücke X, um die andere Seite zu springen. Auf die andere Seite zu springen, okay.
Ja. Das hat ja sehr gut funktioniert. Ich gehe mal hier lang. Schön auf den Klettersteig. Da muss ich auch springen. Ah, diesmal hat es ja geklappt. Ja, ob der Baum sicher ist. Schnell rüber. Einfach nur geil. Ja? Hallo? Okay. Ach so, okay. Hä? Ach so. Ja, klar. R3 zum Steigen, L2 zum Sinken. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Hi. Haben wir hier irgendwas? Die Reisegepäck, ein bisschen Bier. Gehen wir hier hoch. Das ist wohl der Turm. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Ah, hier können wir schnell noch ein bisschen Munition aufnehmen. Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Gehör. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganin wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben es aufgespielt. Sie werden jeden Moment hier sein. Das ist ein richtiges Waffenlager hier. Aber wir sammeln die ganze Zeit nur Munition ein. Keine andere Waffen. Oh! Ja, Leute, lauf mir nicht in die Flinte. Ist auch einer. Das kriegen wir. Genau, Leute, denkt an eure Familien. Ah, da kommt noch mehr. Ah, von allen Seiten aber auch. Da springt doch einer. Wo ist er? Da war gerade noch einer, direkt vor meiner Nase. Da ist keine Munition mehr. Da konnte man nicht irgendwo eine Granate werfen? War da nicht eben irgendwie sowas? Da oben, rechts Granaten. Ja, komm. Da noch einer. Ja, verdammt. Schnell mal rein, gucken, ob wir noch irgendwo Munition kriegen. Ah, da ist wieder welche. Da ist doch irgendwo oben links einer. Boah, die Lawine. Lawine, in Deckung. Boah, wohin denn? Hier rein? Gehen wir mal rein. Boah. Ob das so gut war? Immerhin leben wir noch.
Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Prolog beendet.